So, ich möchte heute ganz viele Dinos zähmen. Guckt sie euch an. Meine Drachen, die wir letztens, ja, vor ein paar Tagen, ich weiß nicht mehr wann, die wir gezähmt haben. Schon ein bisschen her. Ein paar Tage. Sehr, sehr cool. Mein Gott, war das ein Aufwand. Aber Saphira, Dracarys und Herbie haben jetzt ihren Platz hier bei mir in Ark gefunden. Ich muss sagen, Herbie sieht nicht aus wie Herbie. Herbie sieht aus wie die Schlange von Slytherin. Wie das Wappen von Slytherin. Gefällt mir aber eigentlich ganz gut. Ich mag Dracarys gerade sehr, sehr gerne, weil das eine ultra geile Farbe hat. Also dieser Drache hat eine ultra geile Farbe. Und ich mag auch Saphira sehr gerne. Die ist auch sehr, 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 sehr nice. Wie gesagt, wir werden heute auf Erkundungstour gehen. Wir werden heute ganz viele, also versuchen ganz viele Tiere zu zähmen. Und uns versuchen ein bisschen zu vergrößern. Denn diese Tiere werden sicherlich auch, was macht ein Kaktus da hinten? Werden sicherlich auch ihren Beitrag leisten können hier bei uns. Davon gehe ich aus. Okay. Dann gehen wir mal los. Ich weiß auch noch absolut gar nicht. Oh, jetzt wird mir heiß. Warum wird mir denn jetzt heiß? Och, nö. Ich gehe auf Dracarys. Und dann werde ich mir mal die Map ein bisschen genauer angucken. Okay. Also, wir sind hier. Ich werde mal nach ganz da hinten fliegen. Das ist ja nicht ganz so weit weg. Es sieht so nice aus. Oh. Kommt da gerade einer runter oder steht da einer? Nee, der steht da. Aber der geht bestimmt gleich weg, wenn der so blinkt. Okay, landen ist immer noch ein bisschen buggy, aber ich glaube, es ist okay. Oh mein Gott, ich nehme das alles mit. Was ist denn das alles? Holy shit. Das ist ja super nice. Ein Flammenwerfer. Geil. Oh mein Gott, ist das geil. Das fängt ja schon gut an. Boah, das sieht nice aus. Oh mein Gott. Also die Wüste ist schon riesig. Habe ich Tiere getroffen? Ich glaube nicht. Oh, was ist denn da? Was ist denn das da? Okay. So, der folgt mir jetzt erstmal. Natürlich. Okay, sieht jetzt nicht ganz so geil aus, wenn ich ehrlich bin. Sehen echt nicht ganz so cool aus, die Kreaturen. Aber vielleicht sind damit ja die Drachen gemeint. Wer weiß. Sieht schon ein bisschen furchteinflößend aus. Naja, er beschützt mich zumindest. Das ist sehr, sehr gut. Was ist denn hier eigentlich so schwer? Rex-Sattel. Ja, okay, gut. Hallo, hallo. Welcome to Chat. Soll ich gerade ganz kurz auf Gewicht gehen? Ich weiß ja dann nicht, wie viel der tragen kann. Und dann gebe ich ihm mal die ganzen Sachen hier rüber, die ich nicht brauche. Dankeschön. Thank you. Oh, da oben drauf. Ich glaube, da war ich noch nicht. Wenn ich das mit meinem Tier einsammeln könnte. Das wäre sehr geil. Mal gucken. Ja. Und jetzt wird gemetzelt, Freunde. They're a cross between a ceratops, a morelodon, and a camel. And the strangest part? There are places in its humps where you can stick a spigot and get clean drinking water. Tastes like piss, but
Not only is it safe, it doesn't even harm the Morellatops. Definitely the result of genetic engineering. But I knew that, didn't I? It's time to get to the why. Maybe studying the creatures here with my new perspective will yield some insight. Das sind auch gerade Pferde. Ich raste aus, das sind halt auch gerade Pferde. Oh mein Gott. Lass die Pferde in Ruhe. Push. Okay, passt auf. Wie geil sieht das aus, oder? Das sah doch geil aus mit dem Feuer, oder nicht? Das war doch mega cool. Oh mein Gott. Okay, es kann sein, dass mein Drache gleich ein bisschen... ...bisschen low ist. Obwohl, Benommenheit... Nö. Da ist noch einer. Er ist tot. Einfach getroffen. Oh mein Gott, das ist geil. Das ist ja mal so nice. Und auch mit den Pferden hier. Oh mein Gott, das ist so cool. Oh ja, kann ich gebrauchen. Oh, Zitronen. Oh mein Gott, Zitronen. Oh, da, das Baby, es rennt und es ist unter Feuer. Wo ist es denn jetzt? Ich will es haben. Waren wir das sicherlich vorhin noch nicht? Das sieht halt wirklich cool aus. Aber das große Gebäude, das ist... Warum mal zwei? Was ist jetzt mal zwei? What? Große Gebäude, hier ist... Okay. Was zum Teufel? Oh. Oh, wie cool. Ich weiß jetzt absolut nicht, was passiert. Oh mein Gott. Oh, crazy. Ich muss meine Einstellung wieder umändern. Oh mein Gott. Was sind das für Geräusche? Wie so ein Hündchen hört sich das an. Aber ich kann hier safe nicht mit meinem Drachen lang. Safe. Das geht safe nicht. Ah, ist das so eine Fledermaus? Okay, aber da unten geht es dann quasi weiter. Oh, nice. Oh, nice. Aber ich bin ehrlich, ich habe jetzt zu viele gute Sachen dabei, als dass ich die verlieren möchte.
Okay, also das hier ist eine alte, neue Höhle. Das ist schon sehr, sehr cool. Und auch der Eingang ist mega cool gemacht. Ich werde hier definitiv nochmal wiederkommen. Ha. Der Drache passt da nämlich definitiv nicht durch. Ja, du passt da nicht durch. Na gut, aber dann haben wir das zumindest schon mal... Boah, was ein Bild. Ich kann nicht mehr. Ja, muss ich erst mal überlegen. Was kann ich denn da für Tiere nehmen? Ich glaube, es wäre klug, wenn ich mir allgemein schon hochlevelige Tiere holen würde. Und dann jeweils die dann züchten würde. Okay. Dafür möchte ich aber trotzdem erstmal einen Stall haben, damit die Tiere mir hier nicht so auf den Sack gehen die ganze Zeit. Oh, jetzt kommt schon wieder Sturm auf uns zu. Na geil. So. Okay, jetzt ist der Schrank hier voll. Okay. Hatte ich nicht noch einen Schrank? Ja, aber den muss ich erst gucken, glaube ich. Wie ich den einsetze. Okay, hier bin ich nur so ein bisschen lang geflogen. So ganz schnell, quasi. Ganz, ganz schnell. Hier ist die Wyvern-Schlucht. Die geht auch noch ein Stück. Und ansonsten, da ganz oben sind halt die schwierigeren Tiere. Da ich eh Fleischfresser haben möchte, würde ich sagen, fliege ich doch nicht mit meinem Dingsy los, sondern mit meinem Drachen. Moment. Essen und Trinken habe ich definitiv dabei. Beziehungsweise Essen ja, Trinken nein. So, getrunken habe ich jetzt noch mal ein bisschen. Jetzt würde ich wieder hochfliegen. Und dort oben nach einem guten Tier gucken. Okay, der war Level 14. Der war Level 6. Der war auch Level 14, der Kleine. Oh, jetzt gehe ich noch mal mit dem Drachen durch hier. Tada! Today I caught a glimpse of what the caravanners call the endless dunes, the desolate sea of sand that apparently surrounds the livable portion of the desert on all sides. Now those dunes can't literally be endless, but it's easy to see why one would think that. Not only do they stretch to the horizon, but they're home to, get this. Oh no! Giant. Diggi! Das kann doch nicht sein! Och Mann! Cool! Spaßig! Wo muss ich denn hin? Muss dann mein Tier? Warte mal. Drakaris, wo bist du? Ey, bin ich dumm gewesen? Hä? Wieso bin ich denn da unten runtergeflogen? Ach nee. Warte mal. Welches Level hatte mein Drache gerade? Level 54. Ich kack ab. Cool. Habe ich nicht zwischendurch gespeichert? Oh, super. Toll. Mann, das ist ja... Ist ja super, ist das. Wow. Was? Ach Mann, jetzt darf ich mich wieder selber verprügeln. Ja, super. Okay. Dann können wir jetzt hier noch mal ein bisschen. Ich habe gesagt 10.000 Level. Also Leben. Dann habe ich noch 1,5.
Gewicht gemacht. Und Ausdauer habe ich noch hochgesetzt. So. Und ansonsten alles in Nahkampfschaden reingebasht. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Okay, wie viel Essen hat jetzt der Gute noch? Ja, das reicht doch. Das sollte doch reichen. Können wir die schon mal rausschmeißen, die wir nicht brauchen? So. Rex-Sattel, das ist schon mal sehr gut. Dieser Rex-Sattel ist wirklich sehr gut. Die kann weg, das. Sturmgewehr. Sturmgewehr, fortschrittlich. Dann lasse ich das weg. Das ist ein Bauplan eigentlich. Hier ist die Waffe. Okay. Okay. Oh mein Gott, es regnet einfach nur. Wie selten das passiert. Gut, Jack bleibt jetzt erstmal da hinten. Den hole ich wann anders. Das ist mir jetzt auch ein bisschen zu blöd. Klapprig. Klapprig? Das ist grün. So ist das klapprig. Okay, aber dafür brauche ich ein bisschen sehr viel. Keine Munition. Okay, das heißt, es hat schon mal so gar nichts gebracht. Oh nein, ich häng fest. Jetzt habe ich es geöffnet. Oh, was ist denn das? Jetzt ist es schon wieder abgestürzt. An genau derselben Stelle. An genau derselben Stelle. Ich kann nicht mehr. Ich mache jetzt einen Test. Ich teste das jetzt, ist mir egal. Ich fliege da jetzt nochmal hin. Und gehe nochmal instant an diese Kiste. Aber diesmal bewege ich die Kamera nicht so schnell. Weil kann sein, dass das Spiel in dem Moment total überfordert war. Aha, jetzt hat's geklappt. Okay, also wenn ich Kisten öffne, dann am besten ganz vorsichtig. Der ist halt auch immer ein bisschen langsam, ne? Ich weiß ich jetzt auch nicht so genau. Gegrillt. Instant gegrillt, Leute. Bitte auf neutral sein. Wo bist du denn jetzt da? Neutral. Sei mal neutral. Ich gehe auch extra mit meiner Dings hier durch. Jetzt haben die meinen Wolfi getötet. Den wollte ich halt zähmen. Da, seht ihr das? Da ist ein kleines. Ich hätte gerne eins. Ich hätte gerne eins. Ich glaube, das möchte ich haben. Aber dann muss ich das andere töten. Crouchen. Wir sind crouchen. Scheiße, ich habe mich getroffen. Wo ist denn das Baby überhaupt? Okay, das ist instant tot. Das ist gut. Ah, da hinten ist das andere. Jetzt. Zugriff. Zugriff. Meins. Das ist ja so süß. Shit. So, den musste ich einmal killen, weil... Bevor mich hier irgendwas... Oh, das ist ja nice. Bevor mich hier irgendwas andingst. Was willst du? Was willst du? Was willst du? Kuscheln! Ja, Süßi. Okay, mit Springen kommt man immer noch ein bisschen besser voran als... der Dings. Ja, dann würde ich sagen, müssen wir uns hier einmal ganz kurz verstecken. Okay.
Das Gute ist, dass der Drache immer, also zumindest momentan, der schnellste ist. Also ist das hier alles gerade gar kein Problem für den. Der kommt immer mit. Tickel, tickel, tickel. Sehr schön. Na los, push! Sehr schön. Wenigstens funktioniert das. Sehr gut. Ja, geht natürlich auch ohne, aber... Hä? Also ich möchte ja nicht jemandem sagen, wie er zu reiten hat, aber es sieht mir... Also es sieht verdammt danach aus, dass es nicht so gehört, oder? Was meint ihr? Das ist doch irgendwie ein bisschen... Ja, es ist irgendwie... Das ist halt safe für die großen Pferde gemacht. Es ist okay, vielleicht wisst ihr nicht, was ich mit großen Pferden meine. Aber ich meine damit die Pferde, die mit dem... Mit dem hier. Moment. Hier. Dem. Diese Pferde hier. Die sind halt ein bisschen größer und sehen halt wirklich aus wie Pferde. Und wahrscheinlich funktionieren diese Sättel dann auch nur bei denen. Okay, ist jetzt dann vielleicht... Ja, ist zum Kacken. Scheiße. Schön. Ja, so funktioniert's. Ist das seltsam. Na gut, dann bleibt mein Pferd jetzt erstmal hier stehen. Ich packe den Sattel wieder weg und auch alles andere, was ich dazu benötigt habe. Super toll. Okay. Okay. Und da sind quasi die Schlucht. Ja, ich verstehe. Und wir müssen nach da ganz oben. Nach da. Weil da die besten Tiere sind, die mit einem hohen Level. Okay, ich glaube, wir sollten auch gleich losfliegen, weil wir sonst nämlich in das Problem geraten könnten, dass wir, dass uns zu heiß wird mit der Zeit. Nun fliege ich jetzt mal direkt los. Brachiosaurus, Stegosaurus, Allon, Keratosaurus, T-Rex, Parasaurolophus und Diplodocus. Klein ist der Dilophosaurus, Dryo oder Kentrosaurus, der Pachycephalosaurus und Gallimimus. In einem Land vor unserer Zeit, Ceradaki, Petri, Spike, es gibt kein Lang als Littlefoot, Bein, Brontosaurus. Alle Menschen lieben Dinos. Bist du mal am Boden, denk an Sauropoden, denn alle Menschen lieben Dinos.